Bad Ben Wong. Und der Ben Wong hängt am Kabel. Ich habe da diese Entdeckung gemacht. Du kannst den Ben Wong fernsteuern. Das heißt, auf dem Kartoffelroder hast du die Fernsteuerung und kannst den stoppen, fahren und alles. Er wird es jetzt schnell erklären. Oder zuerst vorführen. Ready, ja, gut. Also, wie läuft das da? Also, wir haben hier den Bedienkasten. Ja. Den haben wir angeschlossen am Traktor. Ja. Hier können wir, den können wir platzieren auf einem Grimme, Samro oder sonstiger Maschine. Ja. Und damit können wir gewisse Funktionen fernsteuern auf dem Traktor. Wir haben zur Sicherheit einen Notausschalter. Ja. Somit wird der Traktor in den aktiven Stillstand gezwungen. Das heißt, auch in steilem Terrain bleibt er stehen. Ja. Rollt nicht weg. Ja. Gleichzeitig können wir auch, schalten wir auch die Zapfwelle aus. Ja. Eine Energy Stop. Ja. Ja. Hier haben wir den Bedienhebel, den Fahrhebel. Da können wir jetzt fahren. Wenn wir gegen vorne drücken, können wir fahren. Ja. Da kann man wählen zwischen den vier Stufen, wie auf dem Fahrhebel sonst. In der ersten Stufe können wir diverse Geschwindigkeiten einstellen, mit welchen wir fahren wollen. Ich habe jetzt zum Beispiel 0,1 km/h. Ja. Das heißt, jetzt, wenn ich drücke, geht er ein bisschen schneller. Ja. Gleichzeitig können wir langsamer. Ja. Also Geschwindigkeit reduzieren, auch in der Stufe, welche wir vorhin eingestellt haben. Ja. Somit kann man hinten je nach Bodenbeschaffenheit der Maschine die Geschwindigkeit anpassen. Gut, kannst du eigentlich probieren. Er lässt den jetzt ferngesteuert fahren. Und kannst du auch retour? Nein. Ah. Ja, ich fühle. Jetzt ist es aktiv, oder wie? Genau, wir haben hier eine Kontrolle, ob unser Bus funktioniert. Das heißt, sobald wir einstecken, können wir hier sehen, ob das System funktioniert oder nicht. Ja, ja. Wir haben auch die Funktion, dass wir die Zapfwelle ein- und ausstellen können, indem wir hier nach links zweimal drücken. Ja. Wenn wir losfahren und eine schnelle Geschwindigkeit haben, kann ich noch die Zapfwelle einschalten. Und jetzt, wenn wir akut stillhalten müssen, können wir hier am Hebel gegen rechts und den Schlepper stehen. Ja, gut. Vier Knöpfe. Ich habe sie jetzt so belegt. Dann haben wir hier Drehzahlspeicher 1. Ja. Drehzahlspeicher 2. Ja. Tempomat 1. Tempomat 2. Ja. Wir können hier auswählen, die können auch sonstig belegt werden. Ja, ja. Also beide. Ja, danke Dominik, dass du eine Wahnsinnsentwicklung gemacht hast. Cool. Also, die Fernsteuerung für Fend One erhält euch bei der LMG Grasswil. Ja, da fährt der Bauerhause wieder nach Hause. Also, Fend One kann man Umrüst- oder Zusatzausrüstung, Fernsteuerung zum Kartoffelroden.